Jo, servus Freunde. Ja, wie ihr sehen könnt, ich bin wieder unterwegs. Ja, bei uns auf die Feldwegeln und da fuhren wieder mal Spitzerberg Flughafen. Und wir sind das letzte Mal diesen Spitzerberg am Kamm entlang gegangen. Und ich möchte da jetzt ein bisschen durch den Wald durchzischen, durch die Wegeln. Ja, da rauf zur Motocrossbahn müssen wir jetzt einmal. Und dort geht es in den Wald rein. Mal wieder an dem Vogelnest vorbei. Ah, jetzt habe ich gerade gesehen, die Mama ist gerade weggeflogen da. Amselnest ist das. Na, fahren wir weiter. Die Ruhe da herin ist wieder mal grandios. Ach, das ist mal wieder schön. Streckenabschnitt da. Schönes Wegerl. Ein verwunschenes. Ja, das schaut man noch einen kleinen Pausenplatz aus. Ja, 16 Kilometer haben wir wieder am Tacho. Und jetzt einmal ein paar Weintrauben. Ja, da bin ich ein bisschen abseits vom Weg. Und da machen wir es sich jetzt gemütlich. So, ohne Fälle gibt es jetzt einmal ein paar Trauben. Ja, viel habe ich mir nicht mitgenommen. Ja, leider habe ich eine super Szene nicht in den Kasten gebracht. Ich habe nämlich die Kamera komplett da gehabt. Also nicht auf Standby, dass du das mit der Fernbedienung immer einschalten kannst. Sondern komplett da gehabt und den Weg da auf war keine 5 Meter von mir. Ein super Reh. Gemütlich in Zeitlupen. Naja, Zeitlupen ist übertrieben, aber für mich war es wie Zeitlupen. Drüber gesprungen und ab in den Wald verschwunden. Herrliche Bilder, herrlich. Leider. Nicht auf der Cam. Ja, Freunde, und schon wieder ist soweit. Prost an meine Krankensaison. Gesund werden, Freunde. Und dann wieder an meine restlichen anderen Freunde. Die gesund sind. Prost. Ich werde dann trotzdem da hinten noch ein bisschen schauen, mal einen Kaffee trinken habe, schaue ich da noch hinten. Ob ich dort noch ein paar Morcheln finde oder auch nicht. Wenn nicht, ist egal. Fahren wir einfach weiter. Ah, die Lackerl. Jo. Das war's einmal wieder. Ich packe jetzt wieder zusammen. Und dann schaue ich da noch hinten, ob ich dann nicht möchte, dann wieder mit. So, passt. Und wir schauen da jetzt ein bisschen oben. Ob ich da jetzt wirklich was entdecke oder nicht. Egal. Tja, so wie es ausschaut. Ich habe keine Ahnung, ob das überhaupt das richtige Gebiet ist für Morcheln da. Aber es schaut nicht gut aus. Ja, Freunde,
Ihr seht, ich bin wieder aus dem Wald heraus. Habe jetzt eine gute halbe Stunde gesucht. Ja, die verstecken sie sicher vor mir. Aber egal. Das ist auch so eine Gegend, da war ich auch eigentlich noch nicht. Auf der herüberen Seite. Schön da. So. Da fahren wieder unser Hausbergerl. Und ein kleiner Blick da hinten sind wir mal umgefahren durch den Wald, hinter mir rum. Da ist eine große Runde und da jetzt wieder retour. Ja, und jetzt geht's schon langsam wieder heimwärts. Ah, gibt's Mittagessen daheim.